Es ist der 22. Dezember und wir haben soeben Klage eingereicht beim Landgericht Berlin für die Gesellschaft Der Goldene Aluhut, Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt. Gemeinnützige Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt sollte man noch hinzufügen, denn sie ist gemeinnützig anerkannt worden vom Finanzamt. Und Klagegegner ist Michael Ballweg, auch handelnd unter dem Namen Organisation Querdenken 711. Ja, das ist die negative Feststellungsklage, die wir heute eingereicht haben. Sie geht zurück auf ein Anspruchsschreiben von Herrn Ballweg, vertreten durch seinen Anwalt der Kanzlei Winkler, wo auch Ralf Ludwig tätig ist, wo Herr Ballweg geltend gemacht hat, dass er und Querdenken gerne den goldenen Aluhut haben möchten. Das ist einigermaßen überraschend, dass man einen so dämlichen Preis haben möchte, der eigentlich für Verschwörung steht, in diesem Fall insbesondere auch für die Intransparenz bei der Mittelverwendung. Aber Herr Ballweg wollte den Preis haben und das ist letzten Endes wirtschaftlich durchaus nachvollziehbar, weil bei Querdenken funktionieren negative Nachrichten am Ende doch wiederum positiv, denn sie führen dazu, dass die Anhänger bei Aufmerksamkeit spenden und ja, ihre Frontleute anfeuern und unterstützen. Und insofern ist es nachvollziehbar, dass dieser goldene Aluhut für Herrn Ballweg durchaus auch Geld wert war. Er sagte zwar, er möchte gerne Verschwörungstheorien positiv besetzt wissen, nach dem Motto, derjenige, der einer Verschwörungstheorie anhängt, der ist nicht doof, sondern der denkt halt einfach nur quer oder alternativ. Das kann man so sehen, wenn man will, aber letzten Endes hatte er ein Interesse daran, wollte diesen Preis unbedingt haben, hat ihn nicht bekommen, weil Herr Ballweg genauso aus der Wertung herausgenommen wurde wie manche andere Mitglieder von Querdenken und die Organisation selbst, weil es dort zu Unstimmigkeiten oder Unregelmäßigkeiten bei der elektronischen Stimmvergabe kam. Herr Ballweg argumentierte, ihm stünde der Preis zu, weil er schließlich die meisten Stimmen hatte. Ob das jetzt legale Stimmen waren oder nicht und wer die verursacht hat, spielt für Herrn Ballweg dabei keine Rolle. Lassen wir das mal so dahinstehen. Das eigentlich Interessante ist eigentlich heute nicht unbedingt, ob er den Preis verdient hat oder ob die Abstimmung fair gelaufen ist, sondern die Frage, ob die Organisation Querdenken Ansprüche geltend machen kann und zum Beispiel vor Gericht damit auftreten kann. Herr Ballweg sagte in einem Video, nein, er sagte in einem Interview gegenüber Netzpolitik, man habe mittlerweile herausgefunden, dass man wohl doch nicht so richtig rechtsfähig sei oder keine Rechtspersönlichkeit habe. Wir sehen das anders. Wir glauben, dass Querdenken sehr wohl eine Rechtspersönlichkeit hat und im Rechtsverkehr auftritt. Wir sind der Auffassung, dass es sich um eine gewerbliche Gesellschaft bürgerlichen Rechts handelt, womöglich sogar eine offene Handelsgesellschaft, wenn ein entsprechend kaufmännisch eingerichteter Betrieb nach § 1 Absatz 2 HGB vorliegt. In jedem Fall aber eine Personengesellschaft, wo die handelnden Personen und Mitglieder auch persönlich dafür haften. Ja. Das ist eine Fragestellung, die hier in dieser negativen Feststellungsklage geklärt werden kann. Die Klage ist recht umfangreich, weil gerade zu der Frage der Rechtsnatur in der letzten Zeit sehr viel super Beweismaterial aufgekommen ist, nämlich durch Herrn Ballweg und seine Pressemitteilungen. Besonders aufschlussreich waren dabei die Erklärungen zu der Organisation, warum Herr Ballweg bestimmte Leute ausgetauscht hat, woraus sich ergibt, dass er sie austauschen konnte, dass sie sich an ein Manifest zu halten haben, dass sie Marke nur benutzen dürfen, wenn sie sich auch an Regeln halten. Und daran sieht man also, dass es sich nicht um selbstständige Unternehmer handelt, sondern dass hier nach Belieben aus der Zentrale ausgetauscht werden kann. Man wird also gucken, sind die regionalen Leiter selbstständige Unternehmer oder Gesellschafter der GbR, was wiederum relevant ist für die Frage, ob sie auch für etwaige Verbindlichkeiten von Ballweg oder Querdenken 711 haften. Und bei der Gelegenheit kann man denn bei Gericht einfach jede beliebige Frage vorbringen. Ihr hört jetzt heraus, ich habe jetzt hier diese Frage herausgegriffen der Rechtsfähigkeit und sie lässt sich nur deswegen in dieser negativen Feststellungsklage abbilden, weil sie entscheidungsrelevant ist. Weil es für die Frage, ob Querdenken 711 Ansprüche hat auf den Aluhut, zunächst mal Voraussetzung ist, dass sie rechtsfähig sind, dass sie also Inhaber von Rechten und Pflichten sein können, wie es behauptet worden ist. Wenn sie schon das nicht sind, wenn sie nicht rechtsfähig sind, dann kann natürlich auch der Anspruch nicht existieren. Aber wir glauben, dass die
Anspruchsdurchsetzung von Querdenken noch nicht an der Stelle scheitert, also noch nicht an der fehlenden Rechtsfähigkeit, sondern erst später, weil der Anspruch nicht gegeben ist, weil nämlich der goldene Aluhut, wenn es überhaupt eine Ausschreibung war, nicht den Preis an Querdenken für deren besondere Leistungen in der Abstimmung verhängt hat. Es war ja schließlich kein Wettbewerb, wer kann hier die besten Hacker organisieren, sondern weil die Adressaten für diese Abstimmung die Wähler waren, die also ihren Kandidaten nominieren konnten und dann dafür abstimmen durften. Spielt vielleicht gar nicht die zentrale Rolle bei dem Rechtsstreit, weil der Preis ist ja mittlerweile auch schon vergeben, aber die Frage der Rechtsfähigkeit ist innerhalb dieses Rechtsstreits von Bedeutung. Und da kann man sich jetzt überlegen, könnte ich bei der Gelegenheit mit einer solchen Feststellungsklage vielleicht auch klären, dass der PCR-Test nicht in der Lage ist, Infektiosität nachzuweisen, überhaupt nicht in der Lage ist, ein Virus nachzuweisen, vielleicht auch, dass das Virus nicht existiert. Das interessiert einen Richter nur dann, wenn es für die Entscheidungsfrage der Klage von Bedeutung ist. Und das ist hier der Fall, weil es für die Rechtsfähigkeit, für die Geltendmachung des Anspruchs der Fall ist. Wenn ich allerdings gegen einen Christian Drosten eine Klage erhebe, da tue ich mir sehr schwer nachzuweisen, warum die Frage der PCR-Testung relevant sein soll für den Anspruch. Denn wenn ich sage, ich bin eine Karaoke-Bar und ich möchte Herrn Drosten verklagen, dann wird man, bevor es über die Frage PCR-Testung und Beweisbarkeit von Viren, vorher erstmal darum gehen, ob überhaupt ein Anspruch denkbar ist, der dabei rauskäme, angenommen der PCR-Test würde gar nicht existieren. Und ein Gericht würde relativ bald merken, dass die Schlüssigkeit für eine solche Klage fehlt, also dass der geltend gemachte Anspruch nicht getragen wird von dem als wahr unterstellten Sachverhalt. Das ist natürlich etwas, was erst im Laufe des Prozesses aufkommt. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn der Jun das erzählt, der erzählt ja irgendetwas, dem glaube ich sowieso nicht. Das ist mir völlig klar, dass diejenigen, die eine Klage in den USA gegen Herrn Füllmich oder gegen Herrn Drosten durch Herrn Füllmich oder wen auch immer unterstützen wollen, dass die mir nicht glauben werden, dass das unsinnig ist. Aber ich sage an der Stelle immer wieder, wenn ihr daran glaubt, dass die Justiz diese Verschwörung aufdeckt, dann müsste ja diese Verschwörung extrem weitreichend sein, aber ausgerechnet vor der staatlichen Justiz Halt machen und diese Justiz soll dann sozusagen in der Lage sein, diese gesamte Verschwörung aufzudecken. Nachdem ein anderer Kollege schon sagte, vielleicht ist auch das Bundesverfassungsgericht schon Teil dieser ganzen Verschwörung und wir sind schon so weit, dass wir nach Artikel 20 Nothilfe gegenüber dem Staat und seine Organisationen vornehmen müssten. Da dürfte es zumindest manchen Leuten dämmern, dass es zumindest nicht so wahrscheinlich ist, dass sich das durchsetzt. Wir werden jetzt sehen, wie es mit dieser Klage weitergeht. Die Klage wurde jetzt eingereicht, damit ist sie anhängig. Rechtshängig wird sie allerdings erst in dem Augenblick, wo sie zugestellt wird. Und für die Zustellung ist es erstmal Voraussetzung, dass die Gerichtskosten eingezahlt werden. Dazu müssen sie aber angefordert werden, weil das Land Berlin leider, anders als andere Bundesländer, keine Einzugsermächtigung mehr noch nicht vorsieht und Schecks nicht mehr vorsieht. Man kann also die Gerichtskosten nicht schneller hinzahlen. Und das könnte vielleicht auch der Grund sein, warum manch andere Klage, die angekündigt wurde, bisher noch nicht auf den Weg gebracht wurde und noch nicht über den Zustand der Anhängigkeit hinausgeht. Also an der Stelle nochmal Aufklärung zu den Begriffen. Ich reiche eine Klage ein, bedeutet, ich habe dieses Papier einfach nur elektronisch zu Gericht gebracht. Damit ist die Klage aber noch nicht erhoben. Erhoben ist die Klage erst in dem Moment, wo die Klage zugestellt wird an den Gegner. Dann ist sie rechtshängig, dann habe ich also ein Prozessverhältnis, einen Prozess und dann entstehen Verfügungen, wie beispielsweise, dass der Beklagte darauf erwidern soll. Vielleicht sagt das Gericht auch, wir machen gleich einen frühen ersten Termin, zum Beispiel im Mai 2021 oder je nach Auslastung des Gerichts kann das auch ein bisschen länger dauern. Insofern sind diese Verfahren nicht geeignet, einen schnellen Prozess zu erzeugen. Das ist möglich bei einstweiligen Verfügungen. Die hat es nicht gegeben. Hierfür wäre eine solche einstweilige Verfügung nicht möglich gewesen. Möglich wäre sie gewesen bei der Klage Woda gegen Volksverpetzer. Also wenn man das wirklich hätte vor Gericht bringen wollen, dann hätte man sofort eine einstweilige Verfügung beantragt. Das gleiche gilt übrigens auch für die Karaoke-Bar gegen Christian Drosten. Wenn es um Äußerungsdelikte geht,
dann könnte man wegen Eilbedürftigkeit eine einstweilige Verfügung beantragen, wie wir das ja auch in den verwaltungsgerichtlichen Rechtsstreiten gesehen haben, wo über einstweilige Anordnungen nach 805 oder 123 VWGO Eilverfahren durchgeführt wurden oder auch für Normenkontrollklagen, wo innerhalb von ein paar Tagen dann entschieden wurde, ob eine Demonstration stattfinden darf, ob eine Verordnung wirksam ist oder rechtswidrig ist. Das wäre möglich gewesen. Diese Prozesse ziehen sich hin. Es ist sogar denkbar, dass nach einem ersten Termin erst einmal 3 Monate lang nichts passiert und dann ein Beweis erhoben wird durch Zeugeneinvernahmen. Das kann also durchaus ein Jahr oder zwei dauern. Insofern wird da wahrscheinlich nicht viel Substanzielles passieren, aber das ist ja vielleicht auch gerade die Absicht von solchen Prozessen, dass man erstmal ein bisschen Zeit vergehen lässt. Wir können das nicht beschleunigen, wir können also auch nicht schneller klagen. Wir haben ein bisschen abgewartet, weil wir nur dann klagen dürfen, wenn nicht die Gegenseite klagt. Und da gab es ja gewisse Verzögerungen durch die Zustellungen. Und wir haben natürlich in den letzten Tagen gesehen, dass ständig neue, hilfreiche Informationen aufgekommen sind, zu denen Herr Ballweg dann in der Klageerwiderung Stellung nehmen kann. Schauen wir also, wie es weitergeht. Frohe Weihnachten!